Ziel gesichtet. Radiusvektor 1096. Ändern Sie Kurs auf 4 Dezimale 1, 3 Grad. Bestätigen Sie Peilung. 1, 0, 9, Dezimale 6. Umlaufbahnhöhe 3, 0, 6, Dezimale 2 Meilen. Ja, Satellit 2, Strich 13 aus 6,65. Haftladung starten. Haftladung angebracht. Wir gehen auf Distanz. Halten Sie sich bereit. Scharf machen und Zündung. Positiv, Sir. Gehen Sie wieder auf Kurs. Neues Objekt ausgemacht. Auf Radius Vektor 1, 5, 2, 0. Ja, da haben wir Sie. Positionen und Daten stimmen. Vermerken Sie es im Bordbuch. Apollo, Stufe 3, 21. Dezember 1968. Was hier gesagt wird, bleibt innerhalb dieser vier Wände. Verstanden? Also dann los mit harten Bandagen. Sie gehen mir schon seit vielen Jahren auf die Nerven, Straker. Laufend immense Anforderungen für meines Erachtens unnötige Ausweitungen Ihrer Organisation. Nun reden Sie auch noch von totaler Raumschrottbeseitigung. So ist es. Dann hören Sie mir mal genau zu. Solange ich dieser Kommission vorstehe, werde ich mich Ihrem Wunsch bis zum Letzten widersetzen. Damit man nicht aus der Übung kommt. Was führt Sie denn diesmal hierher? Es geht um eins von Strakers Projekten. Sagen wir, um einen Verschönerungsfeldzug. Wieso? Hier ist doch noch alles wie neu. Nein, es geht um Raumschrott. Straker wünscht, dass er beseitigt wird. Straker? Die Astrophysikalische Kommission ist doch dafür verantwortlich.
Sie lässt wegräumen, was gefährlich werden kann. Stryker meint, unsere unbekannten Freunde könnten ihn sich womöglich nutzbar machen. Und ich glaube, damit hat er nicht so ganz Unrecht. Na, wenn Sie der Kommission zu verstehen geben, der Plunder muss weg, wird er doch beseitigt. Was ist daran so problematisch? James L. Henderson ist das Problem. Kosten, Zeit, Personal, Ausrüstung. Sie wollen Gründe. Das sind nur einige, Stryker. Ich kann ihn noch 100 nennen. Sie wissen ganz genau, der Weltraum wäre im Laufe von wenigen Wochen gesäubert, wenn nicht schneller, wenn die Kommission ihre volle Unterstützung gäbe. Die Kosten sind hoch. Das gebe ich unumwunden zu. Aber allein die Sicherheitsfaktoren würden Sie rechtfertigen. Sicherheitsfaktoren? Jawohl. Meine Organisation benutzt den Weltraum mehr als andere. Meine Piloten nehmen wegen dieses Schrotts in einem Monat mehr Risiko auf sich. Als meine Männer in einem Jahr. Nein, wir brauchen Faktenstricker. Einzelheiten, Statistiken. Und Sie können nichts vorweisen. Ach nein. Sie haben nichts in Händen. Ich habe meinen Bericht. Ihren Bericht? Sie haben zugesagt, die Kommission würde erst dann eine Entscheidung treffen, wenn mein Bericht ausgewertet worden ist. Und daran halte ich mich. Aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, ich glaube nicht, dass er sehr viel Einfluss haben wird. Dann weiß ich auch, woran es liegt, weil Sie die Kommission bereits dagegen eingenommen haben. Ah, große Worte. Aber wir haben gerade die Beseitigung des Raumschrotts, der für die Navigation gefährlich ist, beendet. Die Kosten waren mehr als doppelt so hoch wie im letzten Jahr. Und sind jeden Penny wert. Sind Sie sich darüber klar, wie viel eine völlige Räumung kosten würde? Ich bin nicht hier, um mit Ihnen über das verdammte Geld zu feilschen. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Ich wünsche, dass der Schrott verschwindet. Bis zum letzten Brocken. Wo steckt er denn? Ist schon unterwegs, Sir. Commander Stryker. Freeman? Alec, ich brauche deine Unterlagen über die Schrottbeseitigung. Ich bin eben erst angekommen. Einige Daten fehlen noch. Mich interessiert nicht, was noch fehlt. Sieht ganz so aus, als wäre Hendersons Kommission gegen eine totale Raumschrottbeseitigung voreingenommen. Wir müssen sie auf andere Art überzeugen. Gib mir noch 24 Stunden, dann habe ich alles fertig. Jeder Punkt ist doch für den Bericht wichtig. Es ist ein Wettrennen mit der Zeit. Die Kleinigkeiten sind jetzt uninteressant. Hauptsache, ich habe ihn. Shadow Mondlandefahrzeug 32. Sie haben Starterlaubnis um 14.31 Uhr. Bleiben Sie auf Empfang. Verstanden, Mondbasis. Bitte Rückflugbahn. Hier Kontrolle. Rückflugbahn zur Erde grün. Abheben 32. Überprüfen Sie Delta-Koordinaten. Koordinaten stimmen, Sir. Eintritt in Erdumlaufbahn in 2 Stunden, 13 Minuten und 9 Sekunden. Gut. Rufen Sie Shadow-Zentrale und Mondbasis. Sagen Sie, wir treten in 42 Minuten und 27 Sekunden in die Erdumlaufbahn ein. Sofort, Sir.
32 meldet Eintritt in die Erdumlaufbahn um 13.08 Uhr. Verständigen Sie, Sid. Ortungsbestimmung grün. Ist die Shadow-Zentrale verständigt worden? Ja, Sir. Es ist also alles in Butter. Der Chef wird nicht Ihrer Meinung sein. Er erwartet Sie. Wieder Eintrittswinkel 6, 58 Grad. Eintritt in Erdumlaufbahn in 4 Minuten, 12 Sekunden. Sichtmeldung, Sir. Auf 7035. Das ist doch genau hinter uns. Überprüfen Sie nochmal. Flugobjekt bestätigt. Und es kommt schnell näher. Verständigen Sie Mondbasis. 32 meldet unbekanntes Flugobjekt, Sir. Alarmstufe rot. Was ist das zum Teufel? Der Winkel wird größer. Sein Wiedereintrittswinkel ist viel zu steil. Er soll sofort den Winkel korrigieren. Keine Antwort, Sir. Der Winkel wird noch größer. Irgendwas zieht uns vom Kurs weg. Wir müssen korrigieren. Steigungstriebwerke 2 und 3 zünden. Soeben Eintritt in Erdumlaufbahn. Keine Reaktion. Wir haben Schwierigkeiten. Verstehen Sie doch. Ich brauche weitere 48 Stunden. Nochmal 48 Stunden? Ja. Dann lege ich Ihnen die Zusammenfassung sämtlicher Fakten auf den Schreibtisch. Sie wissen, dass ich die Kommission nicht mehr vertrösten kann. Machen wir es einfach so. Ich werde sagen, Sie haben Ihren Vorschlag zurückgezogen. Dann sind Sie aus allem raus. Ich halte mich daran, was Sie mir zugesagt haben. Bevor mein Bericht nicht überprüft worden ist, wird keine Entscheidung gefällt. Ich kann mir genau denken, worauf Sie aus sind. Sie wollen ein Alibi für den Piloten, der mit seinem Navigator umgekommen ist. Sie wollen es auf das Vorhandensein von Raumschrott schieben. Ich verlange, dass Sie Ihr Wort halten. Unter einer Bedingung. Sie sind also der Ansicht, das Raumfahrzeug hätte vor dem Wiedereintritt eine Kollision mit einem Stück Raumschrott gehabt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Stimmt, eine Möglichkeit. Ja. Sie werden also sämtliche Mondflüge abblasen, bis dieser Zwischenfall gelöst ist. Ist Ihnen klar, was Sie da anordnen? Oh ja, das weiß ich. Ich beweise damit der Kommission, dass Ihre Organisation in der jetzigen Form ein kostspieliger und durch nichts zu rechtfertigender Luxus ist. Guten Tag, Miss Elend. Guten Tag, Sir. So fleißig? Ich bin immer fleißig. Manchmal bemerken Sie es sogar. Ja. Wie ist es gelaufen, Sir? Gelaufen?
Ist Ihnen das Codewort Washington Square ein Begriff? Nein, tut mir leid, ist mir nicht geläufig. Ich wüsste nicht, wann es jemand gebraucht hat. Ich auch nicht. Ich hatte auch gehofft, es würde nie dazu kommen. Und welche Bedeutung hat es? Vorübergehende Stilllegung, Absetzung der Mondflüge und damit vollständige Isolierung der Mondbasis. Achtung! Shadow-Kontrolle an alle Kommandostellen. Washington Square. Ich wiederhole. Washington Square. Befehl. Ab sofort Washington Square. Colonel Foster, entschuldigen Sie bitte die Störung. Codemeldung von Shadow. Washington Square. Ich sehe gleich mal nach. Das brauchen Sie nicht. Es bedeutet nämlich Schluss. Was? Um es milder auszudrücken, totale Stilllegung. Startverbot für sämtliche Raumflüge. Colonel Freeman möchte Sie sprechen. Na ja, verbinden Sie. Wer hat uns das Verbot eingebrockt? Henderson. Aber warum? Was ist mit unserem Bericht? Begraben und vergessen. Angeblich versuchen wir, den Absturz von Maddox auf das Vorhandensein von Raumschrott zu schieben. Aber du denkst nach wie vor, es war... Maddox schuld. Fehler des Piloten. Ruht euch aus. Genießt die Gegend, Alec. Und was wird Straker tun? Keine Ahnung. Der nimmt doch sonst sowas nicht stillschweigend hin. Nein, das ist für ihn nicht typisch. Und die Sache mit Maddox? Soll da nichts unternommen werden? Wollen wir uns blind stellen? Ja, was sollen wir denn machen? Jedem Piloten kann ein Fehler unterlaufen. Er hat dafür zahlen müssen. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ja, Irren ist menschlich. Das trifft auf Maddox nicht zu. Er war zu erfahren. Also gut. Bitte schießen Sie los. Wo ist Ihrer Meinung nach der Fehler zu suchen? Er meldete ein unbekanntes Flugobjekt, bevor die Verbindung abriss. Die Ortung hat aber doch nichts ausmachen können. Trotzdem muss was da gewesen sein. Dann tippe ich auf Raumschrott. Möglich wär's. Möglich wär's. Und wir sollen abwarten und Däumchen drehen. Das nicht. Wir müssen verhindern, dass es nochmal passiert. Geben Sie mir die Daten von 32. Von Captain Maddox' Flug? Ja. Was tut sich hier? Was zum Teufel geht hier vor? Wer ist in dem Fahrzeug? Colonel Foster. Warum haben Sie mir das verschwiegen? Warum haben Sie nichts gesagt? Befehl von Colonel Foster. Wir sollten Sie nicht verständigen, ehe nicht alles zum Start klar war. Und man nichts mehr unternehmen kann. Paul, stellen Sie die Triebwerke ab. Ich sagte, stellen Sie die Triebwerke ab. Paul, das führt doch zu nichts. Was führt zu nichts? Das, was Sie jetzt vorhaben. Auch wenn Sie es aus den mir bekannten Gründen tun. Ich werde den gleichen Kurs fliegen wie Maddox. Unter exakt den gleichen Flugbedingungen. Ja. Sie sind verrückt. Was wollen Sie damit beweisen? Zumindest, dass Maddox nicht für den Verlust des Raumschiffs verantwortlich war. Selbst wenn Sie es schaffen, besagt das nicht viel. Hängt davon ab, ob ich durchkomme. Und wenn Sie nicht durchkommen? War es ein Versuch. Thank you.
Verstanden. Drei. Ende. Sehen Sie mal. Zwei neun ruft Mondbasis. Ja, alles in Ordnung? Soweit ja. Eintritt in die Erdumlaufbahn in 2 Stunden? 38 Minuten. Verstanden. Haben Sie sich schon bei Stryker gemeldet? Noch nicht. Aber ich glaube, ich werde bald was von ihm zu hören bekommen. Objekt gesichtet in galaktischem Sektor 43, Dezimale 1,7. Höhe 14, Dezimale 5,3. Das ist doch das Operationsgebiet der Mondbasis. Rufen Sie Commander Stryker. Kehren Sie sofort um. Verstanden? Eintritt in die Erdumlaufbahn in genau 1 Stunde. Zum Umkehren bin ich zu weit weg. Sie haben viel riskiert. Verdammt viel. Fahrzeug 2-9 ruft Mondbasis. 2-9 kommen. Wiedereintritt in 6 Minuten 9 Sekunden. Roger. Mondbasis. Wir hören 2-9. Wiedereintritt in 4 Minuten 3 Sekunden. Wiedereintrittswinkel 5, Dezimale 7, 3 Grad. Bitte um Bestätigung. 2-9, bestätigen Sie Wiedereintrittswinkel. Übernehmen Sie 2-9. Wieder Eintrittswinkel von 2-9. Paul, regulieren Sie Eintrittswinkel. Sie müssen zurück auf 5. Gehen Sie zurück auf 5, Paul. Sie sind zu flach. Wenn er nicht korrigiert, prallt er von der Erdatmosphäre in den Weltraum zurück. Thank you.
Colonel Foster? Hier, Foster. Bin froh, mich melden zu können. Wurde ja auch Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Aber meine Freude darüber, dass Sie noch leben, soll Sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch ein paar Dinge zu klären haben. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Diesmal sind Sie zu weit gegangen. Ich wüsste nicht, warum. Sie haben einen Raumflug genehmigt. Gar nichts habe ich genehmigt. Mit Ihnen argumentiere ich nicht. Ich denke nicht daran. Sie tragen dafür die volle Verantwortung, Straker. Ja, einverstanden. Aber Colonel Foster hat bewiesen, dass unsere interorbitalen Flüge von den Fremden gestört werden. Tatsächlich? Tatsächlich. Und ich habe es fast mit dem Leben bezahlt. Was sagen Sie? Und mit gutem Gewissen. Ich möchte mich für ihn entschuldigen. In Ordnung. So, und jetzt wollen wir unsere Karten offen auf den Tisch legen. Gut, einverstanden. Ich werde Ihnen sagen, was ich von diesen sogenannten Beweisen halte. Sie wussten, dass die Kommission Ihr Schrottbeseitigungsprogramm ablehnen würde. Deshalb haben Sie Foster mit dem Flug beauftragt. Würden Sie mir verraten, warum? Weil Sie mir unbedingt etwas vorweisen wollten. Und weiter? Sie haben den Flug veranlasst, damit Sie die Sache hinbiegen können. Aber damit kommen Sie nicht durch, lieber Freund. Die Kommission tritt übermorgen zusammen. Und da werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihren Posten loswerden. Ist das alles? Dann sprechen wir uns vor der Kommission wieder. Worauf Sie sich verlassen können. Ob ihm das wirklich gelingt? Was gelingt? Sie rauszusetzen. Versuchen kann er's. Und was ist mit unseren Beweisen? Die muss man doch zur Kenntnis nehmen. Beweise? Was bleibt davon noch übrig, wenn Henderson behauptet, wir haben sie nur fabriziert, um unsere Forderungen durchzusetzen? Aber wir haben doch recht. Trotzdem gibt es Situationen, Colonel, wo das eben nicht genügt. Die Ortungsdaten sind überprüft worden. Hat sich was ergeben? Wir haben nichts entdeckt. Irgendwas hätten wir doch auffangen müssen. Haben wir aber nicht. Es liegen nur die Aufzeichnungen der Flugmanöver vor. Aha. Na gut, geben Sie es der Zentrale durch. Und was geschieht jetzt? Haben Sie einen vernünftigen Vorschlag? Leider nicht. Aber wir können ja nicht nur so rumsitzen. Ich habe schon so manches Problemchen durch bloßes Herumsitzen gelöst, wie Sie es nennen. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Commander, der Ortungsbericht von Colonel Fosters Flug wurde mir eben durchgegeben. Und? Nichts Außergewöhnliches. Na schön.
Bleibt immer noch der MV3-Detektor. Ja, Sie überprüfen gerade die Daten. Bisher haben wir nur wenig Glück gehabt. Warten wir noch diese Chance ab. Die MV3-Daten, Sir. Danke. Sieht fast so aus wie eine SPS-Rakete oder sowas ähnliches. Wie eine Haftrakete, die bei der Schrottvernichtung verwendet wird. Das wäre aber irgendwie sinnlos. Warum sollten Sie denn so einen Apparat auf die Erdumlaufbahn bringen? Er könnte programmiert sein, um Raumschiffe anzugreifen. Blockade der Mondbasis? Das wäre möglich. Aber warum hat unser Radar nichts gemeldet? Der Raumschrott. Die setzen sich hinter eine der ausgebrannten Raketenstufen. Angenommen, Sie hätten recht. Welche käme in Frage? Maddox und ich benutzten bis auf ein paar Abweichungen die gleiche Flugbahn. Es käme also in Frage, eine von diesen beiden, Apollo 8 oder B61. Hier. Ja, vier Möglichkeiten. Das lasse ich mir durch den Kopf gehen. Meiner Meinung nach okay. Freeman? Alec, ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Die Abfangjäger sollen sich fertig machen. Aufgabe? Zerstörung von 4 Brocken Raumschrott. Die Zentrale wird die Koordinaten direkt an die Astronauten durchgeben. Du meinst Raumschrott in der Umlaufbahn? Genau. Und alle 3 Maschinen am Aufzusteigen, kapiert? Wie war das? Ja, ich weiß. Dadurch bleibt die Mondbasis ungeschützt. Es hilft nichts. Es muss sein. Die Aktion startet sofort. Augenblick bitte. Können Sie sich den Tanz vorstellen, wenn Henderson davon erfährt? Ja, richtig. Henderson. Warum fahren Sie nicht zu ihm und sagen ihm das? Wie bitte? Der wird schäumen vor Wut. Vermutlich. Fahren Sie recht schön langsam, Foster. Ich brauche etwa eine halbe Stunde. Sie sind sich hoffentlich über alles klar. Kontrolle an alle Abfangjäger. Steuert programmierten Kurs auf Erdumlaufbahn. Weitere Anweisungen erhaltet ihr direkt von der Erdkontrolle. Ende. Miss Eland? Ja? Wenn James Henderson anruft, sagen Sie ihm, Sie wissen nicht, wo ich bin. Und wenn er hier auftaucht, Sir? Dann führen Sie ihn sofort rein. Aber rollen Sie bitte den roten Teppich aus, der Mann ist wichtig. Sie können ihn etwa um 3 erwarten. Ich möchte sofort Mr. Straker sprechen. Aber kommen Sie mir nicht mit einer der üblichen dummen Ausflüchte. Ich lasse mich auf keinen Fall von Ihnen abwimmeln. Selbstverständlich können Sie ihn sprechen, Mr. Henderson. Er erwartet Sie. Gehen Sie nur hinein. Danke. Straker. Ah, Mr. Henderson. Sie kommen spät. Trotzdem müssen Sie einen Moment warten. Eine Produktionsbesprechung. Das Drehbuch gefällt mir ausgezeichnet, Mr. Steiner. So, meine Unterschrift. Und Sie können sofort anfangen. Danke. Ihre Arbeitsmethode gefällt mir. Das freut mich. Ihre Politik der Nicht-Einmischung. Die meisten Produzenten sitzen einem auf der Pelle. Davor sind Sie sicher. Mich werden Sie kaum zu sehen bekommen. Und ich liefere Ihnen einen Film, von dem die ganze Welt sprechen wird. Also toi, toi, toi. Netter Bursche. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nun zu uns, Straker. Ich rauche nicht, das wissen Sie doch. Stimmenkontrolle, Mr. Henderson.
James Henderson. Identifizierung positiv. James Henderson. Danke. Ich hatte versucht, Sie anzurufen. Mir wurde gesagt, Sie wären nicht da. Hatten Sie das angeordnet? Hatte ich. Verstehe. Ziemlich überhebliche Haltung. Nun zur wesentlichen Frage. Haben Sie tatsächlich befohlen, die Abfangjäger der Mondbasis zur Beseitigung gewissen Raumschrotts einzusetzen? So ist es. Ist Ihnen klar, was Sie gemacht haben? Das werden Sie mir sagen. Sie haben sich unseren Anordnungen widersetzt. Mondbasis und Erde ohne Schutz gelassen. Ich weiß, was ich getan habe und bin mir über die Folgen klar. Dann packen Sie mal schon Ihre 7 Sachen zusammen. Wenn die Kommission das hört, dann fliegen Sie in hohen Bogen. Wollen Sie nicht die Gründe hören, die dazu geführt haben? Nehmen wir geistige Verwirrung als Grund, dann nervliche Überlastung. Beordern Sie die Maschinen zur Mondbasis zurück, solange Sie noch Befehlsgewalt haben. Bedauere, Henderson. Treiben Sie es nicht auf die Spitze. Wenn nun von der Mondbasis... Eine UFO-Sichtmeldung kommt, bleiben Sie hier. Ich erwarte Sie jeden Moment. Möglicher Einflug 248. 016 rot. Einflug bestätigt. UFO 248. 326 rot. Alarmstufe rot. Verständigen Sie Shadow-Zentrale. UFO behält Kurs 248 bei. 204 grün. Den Endpunkt berechnen. Erbitten Flugbahn-Endpunktberechnung. Voraussichtlicher Endpunkt 1. F026 Südengland. Da haben wir's. Das Ziel sind wir. Behalten Sie Sichtkontakt beim Countdown. Ja, Sir. Veranlassen Sie komplette Abschaltung. Abschaltung? Die gesamte Anlage. UKW, Radar, Computer, vollständige Funkstille. Stryker! Wie Sie sagten, Henderson, noch habe ich Befehlsgewalt. Komplette Abschaltung. Wird's bald. Endpunkt in 8 Minuten, 4 Sekunden. Commander Stryker, ich möchte Sie in Ihrem Büro sprechen. Sie auch, Colonel. Stryker, ich enthebe Sie ab sofort Ihres Kommandos. Colonel Foster wird Ihren Posten übernehmen. Dazu sind Sie nicht befugt. Das erfordert den einstimmigen Beschluss der Kommission. Glauben Sie, den bekomme ich nicht? Natürlich, bei Ihrer Einstellung. Aber das braucht eine gewisse Zeit. Und diese Basis wird in Kürze angegriffen werden. Colonel Foster, übernehmen Sie das Kommando. Colonel! Ich erhalte meine Befehle von Commander Stryker. Es ist vielleicht das erste Mal in Ihrem Leben, aber jetzt werden Sie zuhören. Die Fremden haben meinen Satelliten auf eine Umlaufbahn gebracht und benutzen Raumschrott als Tarnung. Warum, Henderson? Eine Blockade der Mondbasis? Ein logischer Grund, aber zu offensichtlich. Etwas für Dumme. Wir hätten den Satelliten auf jeden Fall gefunden. Er sollte also nur als Köder dienen. Als Täuschungsmanöver für etwas Größeres. Für einen Angriff auf diese Zentrale. Sie wollten, dass wir die Abfangjäger von der Mondbasis abziehen. Und in diese Falle sind Sie blindlings getappt. Ich tat so, als ob Ihr Plan funktioniert hätte. Um diese Zentrale zu vernichten, brauchen Sie ein UFO von immenser Zerstörungskraft. Und das befindet sich in direktem Anflug auf uns. Das berechtigt aber immer noch nicht zu der gesamten Abschaltung. Und ob es dazu berechtigt?
Das UFO ist doch vermutlich auf unsere Funksignale programmiert. Das kaufe ich Ihnen einfach nicht ab. Sie haben falsch kombiniert, weiter nichts. Und auch wenn Sie recht haben, nutzt uns das nichts, weil wir gleich tot sind. Bitte. Sie können sich immer noch in Sicherheit bringen. Na schön. Dann warten wir also gemeinsam. Und worauf warten wir? Auf eine Nachricht. Mondbasis an Shadow-Kontrolle. Common-Kontrolle. Es ist zwecklos, Sir. Es ist völlige Funkstille. Was hat Straker denn vor zum Teufel? Noch 4 Minuten zum Endpunkt. Straker, vielleicht kann man die Abfangjäger noch zur Hilfe rufen. Das ist sinnlos. Die können in der Erdatmosphäre nicht operieren. Und das UFO ist schon in der Stratosphäre. Endpunkt, 1 Minute, 20 Sekunden. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Abwarten. Ja? Sky 1 hat soeben das Studio in Bodennähe überflogen. Danke, Miss Elend. Alles wieder einschalten. Sofort, Sir. Und geben Sie mir Captain Carvin. Ja, Sir. Großartig berechnet, Captain. Gehen Sie ran. Roger, Kontrolle. Sky 1 ruft Mondbasis. Erbitte UFO-Position und Angriffskoordinaten. Werden direkt in den AF-17-Computer eingegeben. Dieser Straker ist und bleibt ein schlauer alter Fuchs. Das soll ihm mal einer nachmachen. 45 Sekunden. 40 Sekunden. 35 Sekunden. 30 Sekunden. 30. Habe Sichtkontaktzentrale. Gehe zum Angriff über. Sky 1 an Shadow-Kontrolle. UFO zerstört. Colonel Foster, bitte geben Sie die Operation in den Computer ein. Wir brauchen die Unterlagen für die morgige Kommissionssitzung. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Commander. Sie hatten recht. Ich sorge dafür, dass die Kommission sich für die Beseitigung des gesamten Raumschrotts stark macht. Danke. Es wird eine gewisse Zeit dauern. Die Summen müssen aufgebracht werden. Sie können ja den Fonds nach Maddox nennen. Maddox? Der Pilot, der umgekommen ist. Ah ja, Maddox. Also. Henderson, wenn Sie sich nur nicht so sicher gewesen wären. Genau wie Sie, Commander. General. Ich bringe Sie noch zum Wagen. Thank you.